So, das wär's erstmal. Wir sind jetzt hier nochmal in Minecraft. Ich hoffe, diesmal läuft es etwas länger. Und also ich bin ja froh, dass ich den Spielstand mal laden kann, aber irgendwie da hinten hüpft ein Schleim rum. Ich glaube, der Creeper ist explodiert und wir haben keinen Schaden davon getragen. Ich sammle mal das ganze Zeug hier auf. Oh, guck mal, ein unterirdischer See. Ach, das ist der von da hinten. Das war ja merkwürdig. Also Minecraft hat sich gerade aufgehängt, hat gar nichts mehr gemacht, nicht mehr reagiert und gar nichts. Das ist ja mal seltsam. Also das hat hier auch noch nicht, du. Das, ach ja, da fällt mir gerade noch was ein. Sekunde. Das wurde ja in den Kommentaren erwähnt, dass ich hier einen kleinen Schreibfehler drin habe. Sekunde, kann ich das hier. So. Let's Play muss es heißen. Nicht Let Play. Lass es doch spielen! Super Englischkenntnisse. So, was wollte ich? Skelette, Knochen, genau. Das heißt, wir machen einfach mal so weiter. Au. Als ob nichts passiert wäre. Da hinten hüpft jede Menge Schleimerei rum. Die werden wir mal. Ich würde sagen, wir knallen die einfach mal. Ja, was heißt knallen die ab? Wir. Au! Ziehen ihnen einem Schwert drüber. Na komm schon! Hallo? Schleim? Au! Was zum. Greift uns auch noch ein Zombie an. Was ist denn jetzt los? Ach so. Komisch, die haben gerade keinen Schaden mehr genommen, als ich sah. Au! Au! Hilfe! Was zum Teufel? Ein Creeper auch noch, oder wie? Geht's euch zu gut? Ja, grunz dich so, stirb einfach. Was ist bitte mit dem Schleim? Ich kann den Schleim nicht angreifen. Ist der vielleicht unverwundbar, wenn der irgendwie im Wasser sitzt oder was? Nee. Komm schon, Junge! Ha, jetzt habe ich ihn erwischt. Hua! Nimm das! Mein Schwert ist hinüber. Dann ziehe ich dem Zeug einfach eine mit der Schaufel über den Kopf. So. Schaufel drüber, Schaufel drüber, Schaufel drüber, Schaufel drüber. Boah, wenn man mal bedenkt, dass Schleim in der Vergangenheit, also in der Beta-Version von Minecraft, richtig, richtig selten war. Und man sich jetzt mal anschaut, wie wir dieses Zeug wegfarmen. Ach, guck mal, der Nachbar brennt. Ist ja sehr schön. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 15. Unverrottetes Fleisch brauche ich nicht. Ja, dann werde ich jetzt erstmal heimgehen und hier dieses Zeug noch schnell aufsammeln. So. Dann gehen wir doch erstmal nach Hause und manipulieren hier mit unseren Knochen. Mit unseren eigenen Knochen. Manipulieren wir erst einmal unseren Dachgarten, sage ich jetzt mal. Oh, ist da schon was gewachsen? Und wieso sitzt da drüben ein Setzling? Habe ich den gesetzt? Ja, ne? Theoretisch schon. So, hoho. Na, raus aus dem Wasser. So, pass mal auf. Wo haben wir denn. Da haben wir denn die Knochen? Wandeln wir die mal zu Knochenmehl um. Und dann gehen wir da oben ein bisschen spielen, würde ich sagen, oder? Ach, guck mal, der wächst sogar schon von allein. Wenn ich jetzt mal diesen da mache. Ach, schön. Haben wir hier hinten auch. Jawohl, da hätten wir einen. Ach, sehr schön. Wie schön das zuwächst. Aber hier fehlt irgendwie noch ein Dach. Dann hätten wir ja hier noch einen Baum. Na, super. Das ist ein Busch und kein Baum. Aber immer nur diese kleinen Bäume. Das finde ich etwas. Und die Musik, die jetzt gerade im Hintergrund läuft, die ist schon wieder ganz schön leise, ne? So, kann ich eventuell. Pass mal auf. Setzlinge kann man ja nur auf Erde platzieren, ne? Jawohl. Wenn ich jetzt mal hergehe und sage, ich fülle hier auf. Und dann. Ja, gut, das war jetzt etwas unsinnig, aber ist ja wurscht. Und dann platziere ich hier einen Baum. Kommt auch noch recht gut, ne? Dann könnte man hier ja nach oben gehen und dann hier vielleicht die nächste Schicht machen. So in etwa. Dann könnte man hier vielleicht den nächsten Baum platzieren und lässt den auch in die Höhe wachsen. Kann da jetzt vielleicht mal ein großer Baum rauskommen? Das wäre voll nett.
Also wir züchten uns hier so eine Art Dachwald sozusagen, wo wir uns eine schnieke Bude reinbauen können. Aber ich werde jetzt erstmal zusehen, weil uns die Nahrungsmittel sonst knapp werden, dass wir mit dem restlichen Knochenmehl hier das Feld ein bisschen bestellen. Also einmal, zweimal und dreimal. So. Dann mal her mit dem guten Zeug. Ach Mensch, Lehm haben wir direkt daneben dran. Ist ja nett. Dann können wir die Samen hier ja wieder einsäen. Und, na toll. Wir haben genügend Weizen, um ein Brot herzustellen. Das lohnt sich ja richtig. Und wie sich das lohnt, Kinder. Also, wirklich. So, die Samen kann ich eigentlich mal hier reinlegen. Genauso die Schleimbälle und den Sand, den brauchen wir ebenfalls nicht. Pfeile kann ich auch erstmal ablegen. Da haben wir noch keine Verwendung für. So, jetzt erstmal diesen da. Und diesen da. Und dann könnte ich eigentlich gleich noch ein weiteres Schwert machen. Ja. So vor allen Dingen. Okay. Das wäre es mal soweit. Und dann müsste ich jetzt mal überlegen. Wir könnten ja hier... Das wäre dann da eventuell... Wenn ich dann mal hergehe und jetzt sage, wir haben ja da schon die Leiter, das heißt, da können wir nicht platzieren, aber hier, hier und hier, dann brauche ich weitere Leitern. Ist ja super. Und dazu fehlt mir erstmal nur das Holz. Dann mache ich das einfach so und übertreibe es ein bisschen mit den Stickies. Macht ja nichts. Dann basteln wir uns da nämlich einen kleinen Aufstieg nach oben. So, das dürfte ja vorerst mal genügen. Okay. Hier noch eine Leiter dran. Dann könnte man sich eigentlich hier nach vorne bauen. Theoretisch. So eine Art kleinen Balkon oder sowas. Das wäre doch echt neckisch. Weißt du, einmal hier ein Baum und da ein Baum, dass das hier ein bisschen sprießt. Aber wenn, dann müsste man schon noch hier einmal außen rum gehen. Damit es noch was aussieht. Also so in etwa. Und hier noch. So. Ach komm, dann kann man hier aber auch noch zumachen. So, das wäre erstmal das. Da müsste ich mir hier was einfallen lassen für eine Dachluke oder sowas. Kann ich da eine Dachluke platzieren? Ich werde jetzt erstmal das Bett wegreißen. Es stört hier ehrlich gesagt nur. Siehst du, Schaufel. Schaufel, 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 Schaufel. Das ist das, wenn man nicht richtig bei der Sache ist. Steinschaufel. Dann reißen wir hier nämlich ganz kurz den Boden raus. Machen da Holzboden und dann können wir hier auch unser Bettchen platzieren. Ja, vor allem Holzboden, ne? Wir haben ja so viel Holz. Und irgendwie passt die Musik gerade gar nicht mehr. Warte mal kurz. Ich switch mal wieder zur Tagesplaylist hier mit Zero Project. Ach, schön. So, das Bett, das stelle ich jetzt einfach mal ganz idyllisch und bequem hier hin. So. Dann haben wir hier eine Fackel. Okay, das heißt, wir hätten schon mal Licht. Dann könnte ich eigentlich hier eine... Wir brauchen definitiv mehr Rohstoffe. Viel mehr Rohstoffe. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal eine kleine Höhlentour an, oder? Also ich mache das hier gerade richtig spontan, ich weiß schon. Aber uns, wie ihr seht, uns gehen ja langsam die Materialien aus, wie Kohle und sowas. Und wir können nicht nur mit Steinwerkzeugen arbeiten, weil das ist doch... Da wirst du doch auch blöd im Kopf. Drum würde ich sagen, was haben wir denn hier eigentlich alles? Pfeile werde ich nicht mitnehmen auf die Höhlentour. Weizen werde ich auch nicht mitnehmen. Das ganze Nahrungsmittelzeug, ja. Leitern, ja. Das, ja. Das kann man eigentlich mal alles mitnehmen. Was bräuchte ich denn noch? Fackeln haben wir ja vorerst mal genug. Dann würde ich sagen... Speichert er eigentlich noch so? Nee. Minecraft hat ja immer zwischengespeichert, wenn man hier ins Optionsmenü gegangen ist, aber macht das scheinbar nicht mehr. Na gut. In der Kiste haben wir ohnehin nichts Brauchbares mehr. Türe zu. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns mal in eine Höhle und holen da ein bisschen Rohstoffe raus. In der Zwischenzeit können ja die Bäume, die wir da oben gepflanzt haben, weiter wachsen. Und
Wobei ich am Überlegen bin, warte mal. Was wir noch machen können, bevor wir gehen, damit die Zeit auch optimal genutzt wird. Ich habe ja ein bisschen mehr vor mit den Bäumchen, ne? Dass wir hier nach draußen ein bisschen gehen. Dass also die ganze Insel hier richtig zugewuchert wird. Und dass wir dann so eine Art Brücke aufs Festland rüber bauen. Das wäre doch eine Idee, oder? Also hier die Bäume platzieren, auf den Bäumen wiederum Bäume und dass wir uns dann so langsam Stück für Stück aufs Festland vorarbeiten. Also eine Brücke aus Bäumen sozusagen. Fände ich recht lustig. Aber bis das Zeug gewachsen ist, wir haben ja kein Knochenmehl und gar nichts mehr, werden wir einfach eine Höhlentour antreten. Eine Höhlentour, meine Freunde. In dieser idyllischen Welt, in der wir sicher sind. Keine Gefahren auf uns lauern. Die Tiere fröhlich umhergluchsen. Ich habe zwar noch nie ein Schwein glucksen gehört, aber komm, das muss jetzt keiner wissen. Jetzt bräuchte ich nur einen Höhleneingang. Weißt du, also hier jetzt so ein Unterwassereingang wäre cool. Habe ich mal gefunden. Und zwar in meiner privaten Spielwelt war das, glaube ich. Da war irgendwo, bin ich da auf eine Wasserstelle gestoßen, als ich gegraben habe. Die war über mir. Dann bin ich da hochgetaucht und in einem unterirdischen See aufgetaucht. Also das war richtig klasse. Und ja, Kompass kann ich mir ehrlich gesagt auch keinen machen. Was gibt denn das bitte? Oh. Das ist doch nicht wahr. Das glaubt mir doch kein Mensch, wenn ich das irgendwem erzähle. Okay, Kinder, also irgendwas stimmt hier mit Minecraft nicht. Ich glaube, ich werde einfach mal die Java-Runtime aktualisieren. Das ist auch schon wieder Ewigkeiten her. Wir sind bei 12 Minuten und ich würde sagen, ich werde an genau dieser Stelle jetzt die Aufnahme pausieren. Na, wir sehen uns dann keine Ahnung wann wieder. Also, tschüss.